Nabend. Ich bin heiß wie Frittenfett. Ich bin heiß wie Frittenfett. Ich bin heiß wie Frittenfett. Habe ich schon mal gesagt, ich bin heiß wie Frittenfett. Ja, eigentlich wollte ich mir diesen Monat nichts mehr kaufen, aber CRG hat es mal wieder hingekriegt. Ich habe doch noch Geld ausgegeben. Nicht viel, aber immerhin etwas. Ach ja, hatte ich schon erwähnt. Ich bin heiß wie Frittenfett. Nee, Spaß beiseite. Ich bin echt gespannt, wie das aussieht. Dass die den getrennt verkaufen, hätte ich nie gedacht. Ist so geil, ist so geil. Ich freue mich gerade wie so ein kleines Kind. Es ist so geil, es ist so geil, es ist so geil. Letztes Mal hatte ich die ja glatt verpasst, weil ich tatsächlich erst direkt danach angefangen habe zu spielen. Jo, was ist denn hier los? Ach, geht doch, sah ein bisschen komisch aus eben. Ah, da, wo ist sie, wo ist sie, wo ist sie, wo ist sie? Nee, die will ich nicht. Die will ich. Ja, ich bin heiß wie Frittenfett. Ich bin so gespannt. Danke, 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 dass er den auch einzeln verkauft. Och mal, jetzt dauert das noch so ewig lange. Nur wird fertig. Ja. Wie gesagt, die Pirate Week war genau gerade vorbei, als ich letztes Jahr angefangen habe mit Star Citizen. Sonst wäre die Chance sehr hoch gewesen, dass ich mir ein anderes Starter-Pack hätte gekauft hätte, obwohl wahrscheinlich eher nicht, weil, wie gesagt, ich habe ja erstmal so ein günstiges genommen, um erstmal reinzuschnuppern. So, Licht an! Licht an! Ach, geht doch. Den Skin habe ich eigentlich schon. Das ist ja quasi der Coalfire-Skin, soweit ich das richtig mitgekriegt habe. Aber. Sieht man das überhaupt von hier? Ja, man sieht's. Der Coalfire-Skin hat ein ganz wichtiges Merkmal nicht. Ihmchen. Die verkaufen tatsächlich den Pirate-Skin für die Cutlass Black einzeln. Es ist so geil. Es ist so geil. Ich hatte mir ja den Coalfire-Skin gekauft, weil er so ein bisschen gammelig aussieht und ein bisschen Dings. Es ist überhaupt nicht mein Gameplay. Ich werde definitiv als Frachtpilotin unterwegs sein und so weiter und so fort. Aber ich wollte ihn trotzdem haben. Ich gehe mal kurz rein. Setz mich mal im Pilotensitz. Dann kann man sich das Schiff noch ein bisschen besser angucken. Also ich habe den gleichen Skin dann quasi nochmal ohne den Totenkopf. Oh, ich finde das so klasse. Ich hatte das gesehen, dass die ein Starter-Pack haben. Für 20% Ermäßigung mit dem Skin. 15.000 Startguthaben, glaube ich, genau. Und so ein Kram. Oh, jetzt kann man das nochmal ein bisschen. Ja, genau. Das sieht man nämlich von unten nicht. Ein bisschen dichter ran hier. Ja, da sieht, da ist er und da oben drauf ist er ja nochmal. Ne. Nicht.
Ja, ist ein bisschen anders als der Coalfire Skin. Die Farben passen, aber der Coalfire Skin hat, glaube ich, noch mehr rote Applikation. Er kommt dem sehr nah. Aber wie gesagt, der Pirate Skin ist jetzt natürlich das absolute Knüllerchen. Ja, das war's eigentlich. Viel mehr wollte ich nicht. Wie gesagt, jetzt bin ich nicht mehr heiß wie Frittenfett, weil ich wissen wollte, wie der aussieht, sondern jetzt freue ich mich wie ein kleines Kind. So. Ich wünsche allen noch eine schöne Restwoche und vor allen Dingen schönen Abend und noch viel Spaß bei egal, was ihr gerade macht. Und ich glaube, ich werde jetzt noch ein paar Kisten schubsen. Ja, dann bis denne. Bis zum nächsten Mal. Tschüssi.